Wir haben hier ein super cooles Rezept gesehen, und zwar zu einem Wolkenbrot, und das wollten wir unbedingt mal ausprobieren. Man braucht nur 3 Eiweiß, 10 Gramm Speisestärke und 30 Gramm Zucker, und wenn man möchte, noch Lebensmittelfarbe und Vanilleextrakt. Zuerst haben wir dann die 3 Eiweiß und 30 Gramm Zucker steif geschlagen und dann noch die 10 Gramm Speisestärke und Lebensmittelfarbe und Vanilleextrakt hinzugegeben. Das Ganze muss dann nur noch gut miteinander vermengt werden, und am Ende sollte der Teig immer noch steif sein. Danach kann das Ganze nämlich schon auf ein Backblech gegeben werden, worauf ein Backpapier ist. Wir haben das Ganze dann nur versucht, schön auf dem Backblech zu verteilen, und danach kommt das Ganze für 25 Minuten bei 150 Grad in den Ofen. Nach 25 Minuten haben wir es dann aus dem Ofen geholt, und irgendwie ist bei uns an der Seite zu Sirup rausgelaufen, aber es hat trotzdem nichts am Geschmack verändert oder an der Konsistenz. Es war trotzdem total fluffy, und auch wenn wir am Anfang skeptisch waren, es hat wirklich eigentlich recht gut geschmeckt.